Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von der St. Galler Kantonalbank, Migros Ostschweiz und Leica Geosystems. Aus rund 70 Studierendenteams der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen, nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2017 in Marktforschung und Managementkonzeption. Krönung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Während Monaten haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen. Das Projektteam von der Rahel Gub erforscht die Akzeptanz eines neuen Produkts im Bereich Nahrungsergänzung. Das soll einen möglichen Vitamin-B12-Mangel auf Biobasis kompensieren und richtet sich vor allem an Vegetarierinnen und Veganer. Auftraggeber ist die Firma Hefe Schweiz AG, die in so einem Produkt ein grosses Potenzial sieht. Ja, für uns als Nicht-Veganer und Nicht-Vegetarier ist das natürlich völlig ein Neuland gewesen. Wir haben uns zuerst die Thematik einlesen, Experteninterviews führen mit Ärzten, mit Bioswiss und Biopartner. Dann haben wir zusammen mit der Hefe Schweiz einen Fragebogen erstellt, haben dann eine Online-Umfrage durchgeführt. Das hat uns aber noch nicht ganz gereicht, weil wir Bio-Kunden nicht erreichen können. Dann sind wir in Bioläden gegangen und haben dort ein Interview gemacht. Ja, und zum Schluss haben wir das ausgewertet. Die Hefe Schweiz AG produziert vor allem Hefe und Fertigvorteig für Bäckereien. Bachhefe vom Thurgauer Unternehmen mit 39 Mitarbeitenden kommt in der Schweiz auf einen Marktanteil von geschätzten 64%. Geschäftsführer und Initiant von dem Marktforschungsprojekt ist der Thomas Gamper. Ich habe die Zusammenarbeit sehr befruchtend und sehr schön erlebt. Die jungen Leute sind zielstrebig und energiegeladen an die für sie ja auch neue Aufgabe, an ein Themenfeld, das für sie auch neu war. Und wir haben zusammen sehr gut die Zusammenarbeit dürfen pflegen. Und ich glaube, von Anfang an hat das Klima gestimmt. Die Fachhochschule St. Gallen legt grossen Wert auf eine praxisorientierte Ausbildung. 20% vom Betriebsökonomiestudium findet in der Praxis statt. Rahel Gob studiert im 4. Semester und investiert mit ihrem Team rund 800 Arbeitsstunden in das Projekt. Also für mich war das Praxisprojekt eine richtige Freude. Wir waren ein super Team, wir haben super zusammen geschafft. Und mit der Kundschaft ist immer alles reibungslos gegangen, gut können kommunizieren. Ja, ein voller Erfolg war es. Der Christian Kressig ist Coach von dem Praxisprojekt. Sein Team hat eine außerordentliche Leistung gezeigt und einiges dazugelernt. Es war sicher so, dass die Studierenden gelernt haben, dass auch wenn man am Anfang von Fragestellungen steht, wo man nicht direkt einen Lösungsweg hat, dass man genau mit den Methoden und Theorien und Instrumenten, die sie hier an der Schule hoffentlich gelernt haben, einen guten Lösungsweg zurechtlegen und eine strukturierte Arbeit abliefern können. Und genau das haben sie gemacht. Das Team kommt zum Schluss, dass Bio-Vitamin B12 in Fleischersatzprodukten wie Tofu, Soja oder Bohnen auf ein grosses Interesse stößt. Wir sind außerordentlich begeistert über das Resultat. Wir haben ein komplettes Marketingkonzept jetzt für ein Produkt, das wir noch nicht ganz sicher herstellen können. Mit der Prozesssicherheit ist noch nicht ganz gegeben. Aber wenn es dann so weit ist, dann wissen wir, welche Produkte mit welchen Risiken wir könnten oder eine andere Gesellschaft könnte am Markt bringen. Nomination zum WTT Young Leader Award bestätigt die Arbeit der Studierenden zusätzlich. Für uns bedeutet das sehr viel. Es zeigt wirklich, dass unsere Arbeit was aussieht und dass sich die ganze Mühe und ja, alles gelohnt hat. Die Spannung steigt. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2017? Die grosse Preisverleihung nächsten Montag in der Tonhalle, am Dienstag auf TVO. Der WTT Young Leader Award, präsentiert von Hotelhof Wiesbad, Bühler und Bauwerkpaket.